Liebe Freunde des Pedalierens, Tag 1 Stadtradeln läuft. Ich habe hier vorher schon meinen Weg von zu Hause zur Arbeit in Sequenzen eingeblendet. Musste mich recht mächtig beeilen, habe also den Zug gerade bekommen. Habt ihr gesehen, ich fuhr noch gerade schon ein. Deswegen die Begrüßung jetzt erst hier aus Brandenburg, bei der Fahrt entfernt vom Bahnhof. Ja, Stadtradeln. 3 Wochen Stadtradeln in Berlin. Heute ist der Beginn. Ich bin auf der Tour. So sieht es denn aus, wenn die App läuft. Und so ist mein Weg. Jetzt geht's zur Arbeit. Hier seht ihr jetzt die ersten eingetragenen Kilometer von mir. Das ist mein Arbeitsweg hin. Und so sieht in der App die Seite aus, in der dann automatisch die Kilometer addiert werden. Oder wenn man das nicht über die App erfasst, sondern persönlich, dann hat man hier unter dem Streckenbuch die Möglichkeit, den neuen Eintrag per Hand vorzunehmen. Also per Computer besser gesagt. So einfach und so gut fürs Klima. So, Tag 1, die Rückfahrt beginnt. Also, Stadtradeln aufgerufen, geht relativ schnell. Und dann Trekking starten. Und schon läuft Stadtradeln. Also, falls jemand wissen möchte, wie die App funktioniert, so einfach geht es mit der App, um das aufzuzeichnen. Was zurzeit sehr ungewohnt ist, ist, dass ich heute gerade bei 18 Grad losfahre. Wir letzte Woche Donnerstag immerhin noch bei 22 Grad und zwar viel Wind, aber bei 22 Grad gefahren sind. Die Woche davor mit 29 Grad und jo, noch etwas früher mit 33 bzw. 34 Grad. Und dieser Temperaturunterschied, der ist schon ganz schön grauenvoll. Fahrabschnitt, den ich für Stadtradeln jetzt gemacht habe, weil ich Bock drauf hatte. Das war jetzt eigentlich der versuchte Heimweg per Penis, ohne Öffis dazwischen, aber ja, die Bilder zeigen es ja, es hat geregnet zwischenzeitlich. Meine Hände sind kalt, ich kann kaum die Bremse betätigen. Ich fühle mich auch so ausgekühlt etwas. Also, jetzt noch mal eine Stunde Radfahren. Nee, jetzt geht's ab nach Werder zum Bahnhof und dort in den Zug. Ja, das ist dann der 5. Teil von Tag 1 des Stadtradelns. Tschüss. So, jetzt noch mal kurz zum Stadtradeln ausstellen. Alles gemacht. Es wird jetzt
automatisch gerechnet. Und in ein, zwei Minuten ist es im persönlichen Ergebnis zu sehen, was ich denn unter Strecken, weil ich lieber unter Strecken hier finde, da ist ein Fahrrad abgebildet. Und ansonsten, wenn man das Ergebnis noch vergleichen möchte mit anderen Teammitgliedern, dann ist es hier zu finden. Und wenn man noch mehr vergleichen will, dann sollte man aber suchen.